und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den ersten Teil meiner XXL-Zugänge, weil es sind so viele neue Bücher seit dem letzten Neuzugänge-Video geworden, dass ich gesagt habe, ich muss daraus zwei Videos machen, weil sonst wird dieses Video einfach viel zu lang. Und nächste Woche gibt es eine Neuzugänge-Unterbrechung, denn nächste Woche seht ihr, mein Liebsten, mich mit dem Lesemonat. Ja, ja, der Mai ist jetzt ja quasi schon wieder vorbei. Hallo Krümel. Genau, und ihr könnt mir wie immer natürlich gerne schreiben, welche Bücher ihr schon gelesen habt, welche ihr noch lesen wollt, welche ihr auf dem Sub habt, welche auf der Wunschliste und so weiter und so weiter und so weiter. Möglicherweise ergibt sich ja bei dem ein oder anderen Buch ein Buddy Read. Und apropos Buddy Read. Ich möchte direkt das erste Buch nutzen, um euch auf eine Aktion aufmerksam zu machen. Und zwar starten wir am 1. Juni und mit wir meine ich Anna und ich glaube, sie heißt Celeste. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Mit einer Carlsen-Leseaktion und es gibt was zu gewinnen. Schaut da auf jeden Fall auf Instagram vorbei, weil ihr braucht Instagram, um mitzumachen. Ohne geht das dieses Mal nicht. Und genau, wir haben für jede Woche ein anderes Thema rausgesucht. Und die Anna hat da wunderbare Templates für gebastelt. Und ja, eines der Bücher, die bei mir neu eingezogen sind, was ich auf jeden Fall lesen möchte zum Thema starke Frauen, übrigens sehr cooles Thema, ist Tochter der Tiefe von Rick Riordan. Da geht es um Anna und ja, sie ist Schülerin in der Meeresakademie und die fliegt aus heiterem Himmel in die Luft. Und sie kann das nicht fassen. Welcher unbekannte Feind hat es da auf sie abgesehen? Anna und ihre Freunde fliehen aufs Meer, doch auch hier sind sie nicht sicher. Nach und nach findet Anna ein Geheimnis nach dem anderen heraus. Sie ist nicht nur die letzte Erbin von Captain Nemo, sondern auch die einzige, die das legendäre U-Boot Nautilus wieder flott machen kann. Als sie das Boot finden, stellt sich heraus, dass Anna über Musik sogar mit der Nautilus kommunizieren kann, denn diese ist von künstlicher Intelligenz beseelt. Aber ihr Gegner hat sie schon aufgespürt. Ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Ich habe richtig Bock auf das Buch. Und ja, werde es auf jeden Fall lesen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr an der Aktion teilnehmt, weil das Gewinnspiel ist einfach so cool. Ich finde das Gewinnspiel cool. Ja, ja. Ich habe übrigens Instagram-Feed, ein Highlight zur Leseaktion erstellt. Also da findet ihr auf jeden Fall alle Infos und müsst nicht lange irgendwie im Feed suchen. So, dann ist bei mir eingezogen ein Buch, das man momentan gefühlt wirklich überall sieht. Und zwar City of Villains Geheimnisvolle Mächte. Und da geht es um Mary Elizabeth Hart. Und die ist tagsüber eine Highschool-Schülerin. Doch nachts arbeitet sie als Praktikantin bei der Polizei von Monarch City. Seit Jahren gibt es Spannungen zwischen der wohlhabenden Elite der Stadt und ihren Plänen, das verfallene Viertel namens The Scar aufzuwerten, das einst das Epizentrum aller magischen Dinge war. Als die Tochter einer der mächtigsten Geschäftsleute der Stadt vermisst wird, freut sich Mary Elizabeth, dass man sie auf den Fall ansetzt. Doch was mit einer einzigen Vermisstenmeldung beginnt, vervielfacht sich bald und führt sie in den Kaninchenbau einer Stadt in Aufruhr. Ich finde, das klingt mega spannend. Da so Bock drauf. Ich habe momentan, also ich hatte jetzt so eine kleine Leseflaute, ihr werdet das in meinem Lesemonat sehen, ich habe viel zu wenig gelesen und ich habe jetzt so viele tolle neue Bücher und ich habe so Bock auf jedes einzelne. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber gut, mit der Leseaktion wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ich werde im Juni wahrscheinlich nur Carlsen-Bücher lesen, weil ich glaube nicht, dass ich mehr als 4 Bücher schaffen werde im Juni. Gucken wir mal, vielleicht doch, aber ich glaube nicht dran. So, dann haben wir 11 Schritte zum Happy End. Und ich finde das Cover ja irgendwie total süß, ne? Ich mag es.
Und hier geht es um Tessa. Und Tessa hätte eigentlich allen Grund zur Freude, denn in ihrer neuen Schule darf sie sogar im Unterricht Liebesgeschichten schreiben. Etwas Besseres kann sie sich nicht vorstellen. Doch ausgerechnet jetzt fällt ihr nichts mehr ein. Zum Glück weiß ihre beste Freundin Caroline Rath. Tessa muss sich einfach selbst verlieben. Und entspricht der gut aussehende Nico nicht genau dem Helden aus ihren Geschichten? Ein 11-Punkte-Eroberungsplan muss her. Aber da ist auch noch Sam mit seinen köstlichen selbstgebackenen Muffins und dem Grübchenlächeln. Ja, das ist wohl eine romantische Komödie und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Auch da habe ich Bock drauf. Ich wollte das eigentlich erst im September mit in den Urlaub nehmen. Aber auch dieses Buch werde ich vermutlich bei der Carlsen-Leseaktion lesen. Ja. So, und hier haben wir noch ein Carlsen-Buch. Ich glaube, das war das letzte Carlsen-Buch, war. Zumindest in diesem Medium. Im nächsten Video gibt es noch mehr Carlsen-Bücher. Und zwar habe ich hier noch The Summer of Lost Letters. Und hier geht es um Abby und ihre Sommerferien drohen eine echte Katastrophe zu werden. Denn ihr erster Freund hat mit ihr Schluss gemacht und ihre Freundinnen sind alle irgendwo auf der Welt unterwegs. Doch dann stößt Abby auf eine Kiste mit alten Liebesbriefen an ihre gerade verstorbene Großmutter. Kurz entschlossen reist sie auf die Insel Nantucket, von wo die Briefe vor langer Zeit abgeschickt wurden, und erlebt den Sommer ihres Lebens. Denn schon bald trifft sie hier auf Noah, den charmanten Enkel des Briefeschreibers, und interessiert sich plötzlich sehr viel mehr als nur für ihre Familiengeschichte. So. Ja, da es hier um einen kürzlich verstorbenen Mensch geht, muss das Buch ein bisschen warten. Das wird mich gerade ein bisschen arg triggern aufgrund der aktuellen Situation. Aber möglicherweise werde ich das mit in den Septemberurlaub nehmen. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Ich mag ja solche Geschichten mit Briefen und auf zwei Zeitebenen. Das erinnert mich ein bisschen an Lucinda Riley, an die Sieben-Schwestern-Reihe. Und da gibt es ja auch manchmal Briefe. Ich will ja jetzt nicht spoilern, nicht, dass, ja, die haben ja viele von euch auch noch nicht gelesen. Und ich bin auch erst in Band, ich habe Band 4 gelesen, ich müsste mir jetzt Band 5 mal kaufen. Hätte ich eigentlich gestern tun können. Wir waren nämlich gestern in der Meierschen. Ich habe mir 3 Bücher gekauft, aber natürlich war nicht der 5. Sieben-Schwestern-Band dabei, ich Troll. Naja, egal. So, weiter geht es mit einem Gewinn, den ich euch schon Ewigkeiten zeigen wollte. Da war auch eine passende Tasse und ein passender YouTube-Beutel dabei. Und zwar habe ich das bei der lieben Anna gewonnen. Die hatte mit dem DTV-Verlag ein Gewinnspiel gemacht. Und zwar hat sie den neuen Ben Aronovich, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Band verlost. Die Silberkammer in der Chancery Lane. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe bisher tatsächlich erst Band 1 gelesen. Ich gestehe alles. Und ich habe Band 1, 2 und 3 hier und jetzt den. Ich weiß gar nicht, ob es Band 7 oder Band 8 ist. Ach, guck mal. Hier ist, oh mein Gott, es ist Band, ich weiß nicht wie viel. Fall 8. Es müsste Fall 9 sein. Ach du meine Güte. Das ist ja super. Und dann gibt es hier irgendwie noch Sonderbände, die scheinen irgendwie dazwischen zu sein. Ach so. Ja, okay, das sind so kleine Stories so nebenbei. Die gibt es auch noch. Das sind übrigens mittlerweile 4. Ja, ich werde vielleicht den Herbst mit diesen Büchern. Ich finde, die passen super in den Herbst. Ich liebe Peter Grant. Ich mag das total gerne. Ich mag den Humor in den Büchern. Und ich finde das mega spannend. Und ich liebe die Bücher einfach. Aber ich wusste nicht, dass ich so weit im Rückstand bin. Alter, Leute. Naja, ich weiß, was ich im Herbst zu tun habe. Dann ist bei mir eingezogen, das habt ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen, der zweite Band von Der verbotene Wunsch, genau. Das verratene Herz, die 4 Göttergaben. Und ich weiß gar nicht, ob das... Ach, der Abschluss der Dilogie. Tatsächlich sind es nur diese beiden Bücher. Bin mit Band 1 leider noch nicht durch. Ich habe irgendwann aufgehört zu lesen und
Ja, da geht es ja um die Prinzessin und den Prinzen und eine Welt, die wirklich krass frauenfeindlich ist. Also ich habe das angefangen zu lesen und habe gedacht, Mensch, das ist die überspitzte Realität. Also unsere Welt ist ja einfach noch sehr frauenfeindlich. Das ist einfach so. Hier, der das nicht sieht, sollte die Augen noch mal richtig aufmachen. Ich meine, es hat sich schon viel geändert, natürlich. Aber es liegt auch noch ganz viel im Argen. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich liebe ja die Bücher von Stefanie Hasse, wobei ich mit ihren Fantasy-Büchern mehr Probleme habe als mit ihren New Adult, Young Adult, was ist es denn jetzt? Jugendbüchern, normalen Jugendbüchern ohne Fantasy. Aber ja, ich freue mich drauf. Also bisher hat mir Band 1 wirklich gut gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe zu lesen. Es war irgendwas. Momentan ist ständig irgendwas. Weil ich werde wahrscheinlich spätestens im Juli nur noch ganz wenig zum Lesen kommen, wenn wir umziehen. Und wir kriegen zum 1.7. den Schlüssel von der neuen Wohnung. Das heißt, im Juli werde ich ganz, ganz viel mehr Sachen in die neue Wohnung verbringen. Und da wird es dann aber auch eine Roomtour geben. Und ja, vielleicht nehme ich euch mit dem Umzug ein bisschen mit. Ja. Es wird kein richtiges Bücherzimmer geben, aber werden ein Arbeitszimmer haben, wo ich dann auch drehen werde und so, nicht mehr im Wohnzimmer. Und ach ja, das wird schön. Das wird schön. Ja, machen wir weiter mit den Büchern. Wir haben noch ein paar. Hier haben wir Wein für zwei von Lizzie Dent. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ja furchtbar gerne Wein und Gin trinke. Und ich dachte mir so, oh, Wein für zwei. Das klingt irgendwie nach einem Buch für mich. Und hinten drauf steht, wenn nicht jetzt, Wein dann. Und da geht es um Birdie Finch und die hat den absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben erreicht. Arbeitslos, Beziehungsstatus kompliziert und gestrandet auf der Couch ihrer besten Freundin Heather. Als diese beschließt, ihren Job als Weinsommelier in einem schottischen Luxushotel sausen zu lassen, ergreift Birdie die Chance, reist kurzerhand in die Highlands und gibt sich als Heather aus. Hier erliegt sie schon bald dem rauen Charme der wilden Landschaft. Doch wie lange kann sie vor der Hotelbelegschaft verheimlichen, dass sie keine Ahnung von Wein hat? Das ginge wie mir, ich trinke den einfach gerne. Und was wird erst Koch James dazu sagen, der ihr mit seinen kulinarischen Künsten und seiner geheimnisvollen Art ganz schön den Kopf verdreht? Und ja, das klingt nach dem perfekten Sommerbuch. Also ich freue mich schon drauf. Das werde ich wahrscheinlich dann im Juli nach der Carlsen-Aktion lesen. Ich habe da auch so Bock drauf. Wie gesagt, ich habe auf alle Bücher, die ich gerade irgendwie gekriegt habe, habe ich so richtig Bock. Ja, beim nächsten Buch habe ich auch angefangen und bin noch nicht sehr weit gekommen, obwohl ich auch da Bock drauf habe und mir die ersten 28 Seiten, ich glaube, ich bin noch Seite 28, ja, richtig gut gefallen haben. Und zwar The Beautiful von Renee Adi. Und die mag ich ja sowieso sehr, sehr gerne als Autorin. Ich lese unheimlich gerne ihre Bücher. Ich finde, die hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Und ja. Hier geht es um eine junge Schneiderin Celine und die kommt 1872 nach New York und ist natürlich sofort von der Stadt verzaubert. Eigentlich wollte sie hier ein respektables Leben führen, aber stattdessen findet sie Freunde in der schillernden Unterwelt der Stadt, die von den Toten beherrscht wird. Besonders der rätselhafte Sébastien Saint-Germain, da muss ich übrigens an die Edelstein-Trilogie denken, geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Doch Celine erlebt ein jähes Erwachen, als sich eine grausame Mordserie ereignet. Plötzlich muss sie sich der Frage stellen, welchen Teil des Spiels, was? Muss sich die Frage stellen, Teil welchen Spiels so rum sie geworden ist und ob die anderen Mitspieler menschlich oder doch etwas ganz anderes sind. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bände die Reihe hat, ob das drei sind oder. Auf jeden Fall kommt, natürlich steht hier nicht, wann der zweite Teil kommt. Nein, hier steht leider kein Datum. Schade. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Also der Anfang war wirklich, wirklich vielversprechend und bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich mag dieses Geheimnisvolle einfach so gerne und
Das Buch hat mich so ähnlich wie das auf dem Klappentext steht mit New Orleans, hat mich eigentlich direkt in den Bann gezogen. Aber dann ja, wenig Zeit und Dinge. Ja, so ist das halt manchmal im Leben. Momentan ist das gerade so. Dann ist bei mir ein Buch eingezogen, wo ich tatsächlich schon mittendrin stecke und für das Foto muss ich Zimtschnecken backen. Und zwar Zimt auf den ersten Sprung verliebt. Das ist quasi eine neue Episode der Zimt-Reihe oder Trilogie. Ich weiß gar nicht, ob es eine Trilogie war. Und das kann man auch als Einsteiger lesen, weil ich habe die ersten Bücher tatsächlich verpasst. Die sind irgendwie so an mir vorbeigezogen. Obwohl ich die eigentlich immer auf dem Wunschzettel hatte. Aber das eignet sich auch für die Leute, die die ersten Bücher nicht gelesen haben. Und ja, hinten drauf der Klappentext ist mega gut eigentlich. Und zwar meine vertauschten Welten. In meinem Leben ist die Hölle los. Nicht nur habe ich Herrn Vampi, alias der fieseste Lehrer aller Zeiten, am Hals, sondern seit kurzem ist es wieder passiert. Ich springe in eine andere Welt und tausche mit meinem anderen Ich die Rollen. Das findet ihr cool? Na dann habt ihr mit meinem Freund Konstantin etwas gemeinsam. Aber dass sich unsere Parallelversionen ständig beim Küssen erwischen lassen, peinlicher geht's ja wohl nicht mehr. Doch all das wird unwichtig, als jemand uns aus der anderen Welt eine fiese Falle stellt. Denn jetzt wird es für Konstantin und mich gefährlich, und zwar nicht nur für unsere Liebe, glaubt mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zwischen den Welten wieder hinbiegen soll, wo ich nicht einmal genau weiß, was gerade mit uns geschieht. Auftakt zur zweiten Staffel der erfolgreichen Bestseller-Serie. Ja, und es ist sehr spannend und ich bin mittendrin und so. Und guckt euch diesen wirklich niedlichen Buchschnitt an, wenn das, ja, danke fürs Fokussieren. Ist der nicht süß und es geht wirklich so ganz rundherum. Mega, mega süß. Und ja, ich stecke da jetzt mittendrin und bin begeistert. Macht Spaß, die Geschichte. Ich habe schon viel gelacht und habe da zwischendurch gesessen und habe gedacht, nein! Und das, obwohl es ja eigentlich ein Kinderbuch ist. Ne? Ist schon, ja. Ja, dann kommen wir zu den drei Büchern, die ich mir gestern gekauft habe. Also wenn ihr das hier seht, vorgestern. Wir waren in der Meierschen und genau, ich habe mir ein Wicca-Buch gekauft. Wikipedia, das Handbuch der weißen Magie für moderne Hexen. Hab da gestern Abend spät schon mal so ein bisschen drin rumgestöbert und fand das ganz süß und bin sehr gespannt. Also es geht hier tatsächlich auch um Tiere und um Pendeln und wofür man Kräuter nutzt und dass man Wunschschachteln oder Wunschbeutel macht. Mikrowellenmagie gibt es hier auch, das fand ich ein bisschen süß. Ja, Zaubersprüche, Hexenkunst, diverses, also ja, fand ich ein sehr, sehr süßes Buch. Es gab drei Bücher von der Autorin. Ich habe jetzt nur das mitgenommen, weil irgendwann ist das Geld halt auch zu Ende. Ja, ich hoffe, wenn ich das nächste Mal in der Meierschen bin, dass die anderen beiden, also das eine Buch war ein Hexenkochbuch, das hat mich nicht ganz so interessiert, aber das andere, es ging auch so in Richtung von diesem Wikipedia, das hätte mich auch schon interessiert. Ja, dann ist bei mir eingezogen, wie könnte es anders sein, der zweite Band der Dunbridge Academy. Ich fand Band 1 ja so wirklich überraschend gut, also ganz anders, als ich es erwartet habe. Und ich will es gerade nicht spoilern, darum erzähle ich mal nichts zum Inhalt. Aber ich fürchte fast, ihr habt es sowieso alle gelesen und bin sehr, sehr gespannt. Und im September wird schon Band 3 erscheinen und ja, mal gucken, möglicherweise höre ich den zweiten als Hörbuch, weil ich möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte weiterging, weil ich fand, der erste Band hatte schon einen Cliffhanger. Aber mit den Carlsen-Büchern komme ich natürlich dann jetzt nicht noch dazu, das jetzt auch noch zu lesen. Ah, Luxusprobleme eines Buchnerds. So sieht's aus, Leute. Ja, und dann ist bei mir eingezogen A Reason to Hope. Das ist der zweite Band von A Reason to Stay von Jennifer Banker. Und hier geht es um Hannah. Und in dem anderen Buch ging es ja um... Ah, wie hieß sie? Sie hieß nicht Hannah.
Es ist so, wie das bei New und Young Adult so ist, so dass hier in jedem Buch andere Protagonisten sind. Und achso, können wir einmal gerade kurz über das schöne Cover sprechen, bevor wir mit dem Inhalt anfangen. Ich liebe es. Genau, und Hannah fehlt ein Jahr ihres Lebens. Ein Jahr, über das sie mit niemandem spricht und das noch immer einen Schatten auf ihre Gegenwart wirft. All ihre Träume scheinen nun unmöglich. Mit ihrer Stimme und ihrer Gitarre Geld zu verdienen, die Welt zu bereisen, ein freies Land zu leben. Als sie Sawyer kennenlernt, der einen Pub in Liverpool besitzt und ihr anbietet, dort zu singen, ergreift sie diese Chance nur zögerlich. Sawyer kennen wir übrigens aus dem ersten Band, genauso wie dem Pub. Ich möchte da, also wenn dieser Pub Realität wäre, ich würde dahin wollen. Denn in Sawyers Nähe fühlen sich ihre eigenen Probleme weit weg und harmlos an. Und Hannah darf nicht vergessen, was passiert ist. Sie darf nicht unvorsichtig werden. Zu groß ist das Risiko, dass ihre Vergangenheit sie einholt und sie alle in Gefahr bringt, die ihr zu nahe kommen. Ja, klingt sehr, sehr spannend. Und es ist gut, dass es das letzte Buch ist, weil ich höre gerade, dass der Trockner fertig ist. Das ist doch mal just in time. Wobei, ich bin ja noch nicht ganz fertig. Ich muss mich ja noch von euch verabschieden. Ja, schreibt mir, habe ich am Anfang schon gesagt, gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr schon gelesen habt, welche wollt ihr lesen, welche habt ihr auch auf dem Buddy Read und so weiter. Denkt an die Carlsen-Aktion, guckt auf Instagram vorbei. Ich habe da in meinem Feed das Highlight. Und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich irgendwie mitmachen. Wir drei werden natürlich, wenn ihr uns verlinkt und den Hashtag nutzt und so weiter und so fort, alles schön reposten in unseren Stories. Damit die Community teilhaben kann. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Ach, genau, am Freitag gab es eine neue Podcast-Folge bei mir zum Thema, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Oder was darf man denn heute noch sagen? genau, fällt mir gerade so ein, das habe ich auch vergessen, aufgrund des ganzen Stresses auf Insta zu teilen. Vielleicht mache ich das gleich noch. Aber jetzt einen schönen restlichen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Möglicherweise gibt es nächste Woche bei mir Neuigkeiten. Guckt auf Insta vorbei. In der Story werdet ihr es als erstes erfahren. Ja, wir sehen uns nächste Woche mit dem Lesemonat. Und nächste Woche bin ich dann nicht alleine. Mein Liebster wird dabei sein, denn der hat auch wieder Bücher gelesen. Bis nächste Woche.